Herzlich willkommen bei S21 BauTV. Heute die Betonage von SK24, also Sonderkelch. Sonderkelch, weil er anders herumsteht, wie schon besprochen. Der Lichteinfall von den anderen Kelchen ist immer so, wie man es jetzt am Sonnenschein sieht, von Süd nach Nord. Hier ist die Öffnung so groß, dass das keine Rolle spielt. Da kommt immer noch genug Licht rein. Und warum ist er umgedreht worden? Weil es dann hier runter Treppen und Rolltreppen gibt. Und hier drin gibt es auch noch einen Aufzug. Denn das wird der Nordeingang. Und ich ahne schon, mir steckt ein Frosch im Hals. Aber ich kämpfe mich mal durch. Also, die beiden Pumpen sehen wir hier. So um 14 Uhr, 13 Uhr ist der Kelch betoniert. 14 Uhr sind dann die Flügelkletter noch fleißig am Werk. Und dann kann man den grünen Haken dran machen, was ich natürlich jetzt schon gemacht habe. K27 wird fleißig noch armiert. Da ist ordentlich schon Baustahl drin. Und jetzt schauen wir uns das noch auf der anderen Folie an. Denn diese Betonage kann man von drei Kameras sehen. Einmal hier vom ITS noch. Die wir jetzt haben, ist die Bahndirektion, alte Bahndirektion Süd. Und dann hier hinten ist der Bahnhofsturm. Da ist Kamera 3 aktiv. Also SK24. 12.03.2022. Insgesamt sind es jetzt 20 fertige Kelchstützen. Ja, 27 Kelchfüße, also nur noch einer, der K26 hier. Der Kelchfuß ist in Arbeit und dann werden alle Kelchfüße betoniert. Und die Seitenwände hier über dem S-Bahn-Tunnel, die ja freitragend sind, da ist die Seitenwand schon betoniert, aber die zweite, die Innenwand, die so gekrümmt ist und dann so einen Hohlraum ergibt, die wird noch gebaut und deswegen habe ich hier noch die Markierung auf hellgrün. Hier unten sehen wir die Schalungen dazu liegen. Jetzt Folie 1 mit den drei Webcams. Also hier hinten können wir schön sehen, die Betonage. Und ich fange aber mal hier rechts an, denn da sind noch einige Sachen zu zeigen. Hier mit den Schwindgassen. Ich habe versucht, die möglichst schön reinzumalen. Schauen wir es uns mal an. Also Schwindgasse D4, da wird an der Seitenwand gearbeitet und die Schalung liegt hier in dem Bereich auch schon drin. Schwindgasse D3 und der Rest vom Dach hier in dem Bereich ist jetzt abgedichtet. Da haben wir noch, nachher noch eine Folie dazu. Der neue Steg ist in der Endphase, also noch innen muss einiges gemacht werden. Außen habe ich nur noch die Dachrinne gesehen, die fehlt gestern in dem kleinen Video. Die Haken gesehen dafür. Ja, und D9 haben wir zuletzt diese Betonage gesehen. Und hier kommen die nächsten Schalungselemente rein. Das letzte hier kann man natürlich erst reinmachen, wenn das Seitenwandelement fertig ist von D9. Aber man sieht schon an der Farbe, das ist kein Hellgrau mehr von der Schalung, das ist schon Stahlbeton. Da läuft also schon einiges bezüglich der Bewährung. Ja, hier kommt der nächste Mischer für SK24. Und bei D6 ist die erste Schalung bereitgestellt, aber so wie das aussieht, noch nicht angepasst, noch nicht richtig angelegt. Und ich denke, wenn SK24 jetzt heute fertig ist, dann geht es hier wieder weiter.
Und hier sehen wir die Betonnage von SK24. Einmal die Pumpe hier, Platz für zwei Mischer und hier auch für zwei Mischer Platz. R11 ist auch schon ganz schön weit fortgeschritten. Ein Baustahlstab nach dem anderen kommt rein. Und irgendwann fließt der Beton. Dann schauen wir uns das nochmal an dieser Schalungsfolie an. Also hier unser Nordausgang mit Aufzug. Dann hier habe ich versucht, das entsprechend reinzumalen. Und das Schönste ist natürlich jetzt 20 Kelchstützen, noch 8. Wir haben ja einige schon vorbereitet, also K21 hat die Grundlagen, die beiden Galeriestützen plus der Kelchfuß. K20 hat den Kelchfuß, braucht sonst weiter nichts. Bei K23 braucht es noch die Galeriestütze, also der kann auch nicht angegangen werden. Aber K25 Kelchfuß und diese Seitenwand, der ist ja nicht mehr auf einer Galeriestütze, sondern komplett wieder auf einer Seitenwand. Also diese drei Kelche sind soweit vorbereitet für die Kelchblüte. Mal schauen, welcher das Rennen macht. Wir haben ja schon gerätselt, dass es K21 ist. Da wurde ja schon mal hier eine Schalung angelegt. Aber dann hat man gemerkt, K21 kann man doch nicht bauen. Da bleibt dann ein Loch im Dach. Und ich schätze, nächste Woche kann ich das dann hier ergänzen, was als nächstes gebaut wird. Übersichtsfolie in Tabellenform. Also 20. Kelch, SK24. Vorschaubilder habe ich auch schon drin. Und für alle, die neu auf dem Kanal sind, wenn man das dann anklickt, wird von der Webpage, hoppla, das Bild nochmal in groß geladen. Wenn man es im PDF anklickt und das ist in der Videobeschreibung hinterlegt. Ansonsten eine Bemerkung zur Statistik. Also 2019 1, 2, 3, 4, 5 Kelche, 2020 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 2021 1, 2, 3, 4, 5. Ja, jetzt können wir denken, wieso wird es weniger? Man muss sich da einfach anschauen, die Restkelche. 2020 wurden drei gebaut, 2019 keiner und 2021 1, 2, 3, 4, 5, 6 Restkelche und auch noch einige Schwindgassen. Also die Gesamtmenge an Bauvolumen ist mindestens gleich geblieben. Ich schätze eher, es ist mehr geworden. Na, Kaffeemaschine schläft ein. Und wir gehen zur nächsten Folie. Nochmal diese kleine Übersichtstabelle mit dem wichtigsten Eintrag heute. Der Nordeingang ist gebaut. Jetzt schauen wir uns das Ganze noch vom ITS an. Also das war noch die Betonnage von Schwindgasse D6, dieser Bereich hier. Und dann aktualisieren wir mal. Und jetzt haben wir da hinten, na, hier muss man hin, SK24 mit beiden Pumpen. Und ich nehme an, Jochen startet jetzt gleich sein Livestream. Mit genau diesem Blick hier vom ITS. Und ich habe überlegt, wenn das Video hier fertig ist, dass ich von hier entlang laufe, mal ein kleines Video drehe. Und dann schauen wir noch auf die Schwindgasse D3. Die ist ja jetzt mit der
Abdichtung komplett fertig. Hier ist gerade der Beginn gewesen und na, das war am 3.3. Und jetzt alles zu. Nächste Folie, da haben wir K17. Das war die Betonage der Hutze. Aktualisieren wir mal, das war am 1.3. Und jetzt sehen wir, das sieht sehr schön aus. Schalung ist raus, bald kommt die Folie drauf. Und hier die Schwindgasse D9 Schalung ist hier schön zu erkennen. Bleibt natürlich eine Aussparung für den D9 Kran, nenne ich ihn jetzt mal. Und hier sehen wir, das Seitenwandelement hat schon ordentlich Baustahl, wie vorhin angesprochen. Dann schauen wir uns noch in BA21 ein bisschen um. Das müssen wir auch aktualisieren. Und jetzt ist es soweit vorbereitet hier mit der kleinen Hutze für die offensichtlich Seitenwand des Personentunnels Südausgang. Und ich schätze, von hier gehen dann die Treppen hoch. Vielleicht starten die auch schon hier in der Vertiefung, das weiß ich nicht genau, aber das werden wir bald sehen. Jedenfalls, der Aufzug ist neulich im Unterbau ein bisschen betoniert worden. Er war jetzt eine blöde Ausdrucksweise, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und hier hinten die nächsten Schaltafeln für die Deckenplatte sind drin. Und hier ist eine Trennung, eine kleine Betonkante mit Lochblech, die unten immer reingelegt wird. Oben drauf wird ein weiteres Lochblech angebaut. Also es gibt vier Abschnitte bei der Deckenplatte. Ja, in die Wandelhalle. Ach so, ja, das habe ich ja gestern im Video erwähnt. Kleine Rampe. Ich nehme an, um Material hauptsächlich fürs Verfüllen hier reinzubringen. Vielleicht auch für die Betonage mal schauen, ob die hier reinfahren. Aber das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen und ist ja auch nicht nötig. Die Auslöcher sind lang genug. Jetzt noch ein Blick in die Wandelhalle. Da hat sich einiges getan. Wir haben ja das beobachtet, wie hier verstärkt wurde die. Das Fundament und auch von diesen kleinen Säulen hier rüber läuft unter der Erdschicht mittlerweile eine Verstrebung. Das gleiche wurde hier hinten gemacht. Jetzt aktualisiere ich mal. Da sieht man jetzt die Schalung dazu, beiden Seiten. Und die Verstrebung kann man auch gar nicht mehr sehen. Die ist schon wieder verfüllt. Und hier nehme ich an, werden diese Säulen sein, die dann die erste Ebene, diese Empore, die außenrum läuft, später mal tragen. Jemand hat in den Google-Fotos oder auch Slack gepostet und ich denke auch, das wird genau hier drauf gestellt werden, diese Säulen. Ja, jetzt schauen wir uns nochmal Ehmannstraße an, die beiden Webcams und zwar einmal Zwischenangriff Abstellbahnhof. Da ist ja jetzt alles soweit fertig. Also Notausgang, Treppe und auch ein Betriebsraum wurden betoniert. Dann geht es hier rüber in den Rettungszufahrt-Fernbahntunnel. Wenn man hier, hoppla, das war nicht schön, rausgehen will und obendrauf Abdichtung. Da könnte es also bald losgehen mit Verfüllung. Zur Orientierung, das ist jetzt hier. Und gleich gehen wir auf den Zwischenangriff in Rosenstein. Ist die andere Webcam. Und für alle, die noch nicht so oft auf dem Kanal sind, wenn man hier auf das klickt in der PDF, in der Videobeschreibung, dann öffnet sich diese Folie in groß. Die habe ich da so rum reingedreht, dass es etwa passt zu dem Bildausschnitt. Nächste Webcam, wie gerade angesprochen. Ja, da ist die Verfüllung so weit fortgeschritten, dass demnächst die beiden Tunnel verschwinden. Da wurde ja noch einiges betoniert. Ich nehme an, das sind Verstärkungselemente gewesen. Das war etwa in dem Bereich, in dem die Seitenwand hier auch eine andere Struktur hat. Sind wir mal gespannt,
wann jetzt die komplette Fläche verfüllt wird. Und jetzt noch ein Blick zum Flughafen. Das ist das letzte Bild, das ich drin hatte. Da wurde gerade diese Bodenplatte betoniert bzw. Sauberkeitsschicht für Arbeitsfläche. Und das will ich jetzt mal aktualisieren. Ja, das sieht jetzt nicht spektakulär aus. Das ist auch nicht mein Hauptthema, sondern ich wollte hier drüben, jetzt habe ich es ein bisschen verklickt, hier drüben zeigen den Vortriebsstand, wie der sich verändert hat. Und zwar nehme ich einfach mal hier die andere Folie drüber. Da sieht man schön, da hat sich einiges getan. Und zwar ist es jetzt vom 7.3. die Folie. Im Prinzip muss jetzt die Station, der Fernbahntunnel, Flughafen gebaut werden und noch diese Richtung. Na, will nicht so, wie ich will. Und auch hier, man sieht es im Hintergrund, dieses PDF kann man komplett laden, wenn man diesen Link anklickt, und zwar hier, das wird jetzt noch gebaut werden müssen. Ich ziehe es mal nach vorne. Na, jetzt mag das alles nicht so, wie ich will. So. Ach so, ich habe es gesperrt. Na gut, also das kann euch passieren. Aber das ist gar nicht geschützt. Jetzt. Also so sieht es aus. Die Strecke hier ist komplett fertig gebaut, auch die Zwischenangriffe. Und das war ja diese Baustelle mit der Verschwenkung der Autobahn. Jetzt noch dieses Anschlussstück und hier drüben. Das war's für heute und jetzt gehe ich los, um vor Ort zu filmen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!